Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Angespielt von Koi Farm. In Koi Farm müssen wir, nun ja, wie der Name schon sagt, des Japaners liebstes Haustier, den Koi, züchten. Dabei handelt es sich um ein wirklich super, super entspanntes Spiel, also schnapp dir einen Tee, leg die Beine hoch und los geht's. So, da sind wir auch schon und wie gesagt, in Koi Farm geht es darum, Kois zu züchten. Am Anfang gibt es hier so ein kleines Tutorial, das werden wir nicht wirklich weiter beachten. Wir müssen hier in diesen kleinen Teich unsere Fische setzen oder unsere Kois setzen, um die zu züchten. Hier in diesem kleinen Bachlauf kommen neue Fische durch oder zumindest Fische, die wir ausgesetzt haben, und das ist quasi so ein Aufbewahrungsbecken. Und das ist quasi auch schon das ganze Spiel. Wenn wir hier zwei verschiedenfarbige Fische, wie wir hier gerade sehen, reinsetzen, dann kommen hier nach einer gewissen Zeit so kleine süße Babyfische. Ich pack mal hier den schwarzen und den weißen hier rüber. Die dann in verschiedenen Farben sind, beziehungsweise die Farben der Eltern annehmen. Die können nicht nur einfarbig sein, so wie die jetzt. Da haben wir zwei gelbe und zwei weiße. Die gelben und weißen haben wir eigentlich genug, die setzen wir mal aus. Sondern, wenn wir Glück haben, entstehen dort auch gemischte Tiere. Das sehen wir hier auch. Verschiedenfarbige Fische können wir miteinander vermehren, um neue Varianten zu haben. Und ich glaube, diesmal haben wir auch Glück gehabt. Hier sind, wenn ich das richtig sehe, ich packe euch mal kurz raus, auch unterschiedlich farbige Fische dabei rausgekommen. Ich glaube, der ist weiß und hat einen gelben Punkt. Der hier auch. Ich glaube, der junge Mann hier auch. Und das ist einfach nur ein gelber. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal jetzt einfach mal einen weißen und einen schwarzen und gucken mal, vielleicht kriegen wir dort ja auch irgendwelche verschiedenfarbigen Fische bei raus. Ja, hier, der ist sogar gelb und hat weiße Punkte. Bewege die Fische in die Mitte des unteren Bildschirmsrands, um Sammelkarten zu verwenden. Genau das ist nämlich das, was wir tun. Und wir haben sogar Glück, wo ich hier gerade sehe. Wir haben hier einen schwarz-weißen Fisch. Du bist... ich glaube nur schwarz. Nee, nur weiß. Bin mir nicht sicher. Die sind zu klein. Hier haben wir auf jeden Fall schwarz-weiße. Pack euch mal wieder rein, bevor es hier wirklich viele Nachkommen gibt. Und es fängt sogar an zu regnen. Ich nehme jetzt mal hier den weiß-gelben Fisch. Oder ist er gelb-weiß? Nein, er ist weiß-gelb. Genau. Und dann haben wir hier so ein Sammelbuch. Das ist so ein bisschen wie Pokémon. Und da sehen wir hier Fische, die wir dann sammeln können. Gut, der passt noch nicht rein. Da brauchen wir einen weißen und einen schwarzen. Dann einmal einen weißen mit schwarzen Punkten und einen schwarzen mit weißen Punkten. Würde ich sagen, nehmen wir hier doch einfach mal den weißen und einen schwarzen. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal abgehakt. Sobald die Tiere hier drin sind, können wir die, wachsen die nicht mehr. Wir können sie aber natürlich wieder hier runterziehen, das Buch schließen und sie hier wieder in den See setzen, damit das passiert. Oh, und guck mal, wir haben hier neben einem gelben, den wir gezüchtet haben, und zwei schwarzen. Ah, ich wilder ich mal quasi aus. Auch einen schwarz-orangenen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Was brauchten wir jetzt hier nochmal für Tiere? Genau, wir brauchten einen weißen mit schwarzen Punkten, einen schwarzen mit weißen Punkten. Einen weißen mit schwarzen Punkten. Ach, nee, das war der falsche. Ich wollte ich haben. Den müssten wir haben. Und hier einen schwarzen mit weißen Punkten haben wir auch schon. Und die können wir dann hier rein platzieren. Und damit quasi die nächste Seite freischalten. Und da haben wir hier... die gelben Fische, einen orangenen Fisch, einen weißen mit gelben Punkten und einen weißen mit orangenen Punkten. Wie diese Kombinationen entstehen, das weiß man nicht. Das muss man echt einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, das Spiel an sich selber ist super, super entspannt. Habe ich schon wieder vergessen. Genau, einen gelben hatten wir so oder so. Dann nehme ich dich hier mal raus. Und dann haben wir dich auf jeden Fall. Und hier haben wir einen schwarzen mit... gelben Punkten, die ganz schwarzen, davon haben wir wirklich mehr als genug, die setze ich mal raus und hier einen gelben setze ich rein, in der Hoffnung, dass hier ein ganz orangener entsteht und wir haben hier auf jeden Fall einen weißen mit gelben Punkten, den können wir auch direkt schon mal hier einsortieren. Wie gesagt, das Spiel ist super, super entspannt.
Viel mehr müssen wir nicht tun. Wir können es auch alle Zeit der Welt lassen. Es gibt hier kein Zeitlimit oder sonstiges. Ich glaube, euch kann ich hier auch mal rauspacken. Dann haben wir nochmal einen schwarzen mit gelben Punkten. Ich hätte hier gerne auch einen gelben mit schwarzen Punkten. Vielleicht kriegen wir das hin. Mal sehen. Und natürlich brauchen wir auch den orangenen. War das... Das war weiß mit orange, ne? Mhm. So, ich glaube, da haben wir einen ganz orangenen. Und hier einen schwarz-orangenen und nochmal einen gelben. Dich setze ich mal aus. Ja, auch den schwarzen setzen wir aus. Ich weiß gar nicht, wie wir den geforderten weiß-orangenen kriegen. Dann müssen wir ja irgendwie das Weiß mit reinkriegen. Weil beim Orangenen haben wir Schwarz und Gelb kombiniert. Vielleicht sollten wir das einfach mal weiter versuchen. Vielleicht kommt da irgendwann... Ich wüsste nicht, wie das Gelb rauskommen soll. Aber vielleicht sollten wir einfach mal einen Weißen und einen Gelben nehmen. Vielleicht kommt da was raus. Was wir brauchen, nochmal gucken. Das war Weiß und Orange und ganz Orange. Ganz Orange haben wir auch gar nicht. Ich dachte, der wäre hier ganz Orange. Aber wenn wir ganz genau drauf achten, hier unten können wir das übrigens auch nochmal sehen, wie die Farben sind. Diesmal haben wir aber einen ganz orangen, oder? Ja, der ist ganz orange, wunderbar. Dich behalten wir. Und, naja, weiß mit gelben Punkten haben wir sehr, sehr viele und gelbe auch. Im Laufe der Zeit kommen hier dann, wenn wir Glück haben, auch nochmal andersfarbige Fische durchgeschwommen. Weil das werdet ihr dann auch feststellen. Wie gesagt, super entspannt, gar keinen Druck. Mal gucken, was bei rauskommt. Orangene kamen jetzt, glaube ich, hier bei... Weiß und Gelb raus, nicht wahr? Dann kann es natürlich sein, dass wir einfach mal einen Orangenen und einen Weißen kreuzen müssen, damit wir den Weiß-Orangenen kriegen. Aber das ist alles so eine Glückssache. Mal passiert es, mal nicht. Das wissen wir einfach im Vorhinein nicht. Ja, dann müsste jetzt hier auch wieder eine Paarung stattgefunden haben, glaube ich. Ja. Und da haben wir aber nur Weiße... Und gelbe Fische, die brauchen wir leider nicht mehr. Wir haben hier aber einen orangenen. Ich würde den jetzt hier einfach mal zu dem weißen dazu packen. Und mal gucken. Hier, die weißen, glaube ich, können wir aussortieren. Davon haben wir jeweils zwei, sollte eigentlich langen. Dann kommen hier vielleicht auch wieder neue Fische. Oh, guck mal, der Bach läuft jetzt inzwischen in die andere Richtung. Zumindest die Fische schwimmen in die andere Richtung. So, und da haben wir Weiße, wie ich sehe. Das ist so klein, wie die sind, manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Und wir haben einen Orange-Weißen. Wir brauchen aber einen Weiß-Orangenen. Deswegen gießen wir hier das Buch und packen dich da mal rein und hoffen, dass das vielleicht dann doch noch was wird. Die sollten wir aber auf jeden Fall nicht aussortieren, weil die werden wir im späteren Verlauf des Spiels dann wahrscheinlich doch noch brauchen. So, mal gucken. Hier haben wir ganz viele Orangen, ne? Das ist schon mal sehr schön. Da packe ich mal zwei rüber. Ein kommt raus. Und hier haben wir nochmal einen Orange-Weißen. Da zeichnet sich so ein Muster ab. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir so einen Orange-Weißen nehmen müssen und den mit dem Weißen kreuzen, damit ein mehrheitlich Weißer rauskommt, oder ob das weiter einfach nur eine Glückssache ist. Wie gesagt, das müssen wir ein bisschen abwarten und mal gucken, was passiert. Wenn nicht, können wir gleich auch einfach mal... Nein, guckt mal. Da haben wir Glück gehabt. Hier einen Weißen mit orangenen Punkten und noch einen Weißen mit orangen Punkten. Sehr schön. Der Orangene kommt raus. Der ist ganz orange, der ist ganz weiß. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier einmal den großen Orangenen. Davon haben wir ja genug. Und packen den in unser Buch. Und warten dann einfach mal kurz ab, bis hier die Weiß-Orangenen, bis da sich was getan hat. Was wir einfach mal machen können, ist hier nochmal den Orangenen und den Schwarzen reinsetzen und gucken, ob wir da schon etwas fortzüchten können. Guck mal, da sind hier unsere Fische, die wir gerade ausgesetzt haben, kommen schon wieder. Ja, und da haben wir zumindest wieder Orangene. Setze ich mal aus. Wieder einen Schwarz-Orangenen. Es fängt wieder an zu regnen. Und ich glaube, hier war ein Schwarzer. Ja, den setzen wir auch aus. Gewitter.
wir jetzt hier den weiß-orangenen und packen den einmal rein. Und damit haben wir auch schon die nächste Seite freigeschaltet. Und dann wird es wirklich deutlich anspruchsvoller, weil wir jetzt hier weiße mit 3 schwarzen Punkten hatten. Wir hatten hier welche mit irgendwelchen schwarzen Punkten, mit 2 war das. Und die müssen dem auch wirklich entsprechen. Also wir können jetzt hier einfach mal einen weißen mit 1 schwarzen Punkt nehmen und gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ja, ihr seht, das funktioniert nicht. Das heißt, da müssen wir schon wieder anfangen, uns ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Was haben wir hier noch? Schwarz mit orangenen Punkten. Das haben wir auf jeden Fall. Den nehmen wir mal. Und, oh, guck mal, wir haben hier einen roten. Mach die mal kurz rüber, die Elterntiere. Da haben wir einen orangen mit schwarzen Punkten. Davon haben wir, ja, ein paar haben wir davon. Aber hier einen komplett roten. Das ist natürlich cool. Und ja, da kommen natürlich dann auch wieder immer wieder andere Variationen bei raus, wenn wir die kreuzen und immer mehr unterschiedliche Dinge. Wir brauchen einen schwarz-gelben. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal einen schwarzen. Und den schwarz-gelben haben wir. Und ich setze hier einfach mal noch einen gelben rein und gucken, ob der funktioniert. Der passt. Wunderbar. Dann brauchen wir einen schwarz-gelb-weißen und einen weiß-gelb-schwarzen. Das ist auch relativ wichtig, was ich so mitgekriegt habe, dass auch diese Kombinationen dann stimmen, dass er mehrheitlich weiß ist. So, da haben wir nochmal einen gelben, dich brauchen wir nicht. Einen schwarz-gelben brauchen wir auch nicht. Ich packe euch mal kurz rüber. Den schwarzen brauchen wir auch nicht, aber keine Angst, die kommen dann einfach in die Wildnis. Und wir benötigen hier auf jeden Fall einen weiß-schwarz-orangenen und einen weiß-gelb-schwarzen. So, ich würde sagen, wir nehmen hier dann auf jeden Fall einen weiß-orangenen und wir nehmen einfach mal einen weiß-gelben und gucken mal, was da passiert. Der rote sieht echt cool aus. Ich glaube, es gibt später noch lilane Toys und in anderen weiteren Farben. So, es ist wirklich schwer zu erkennen, welche Farbe die haben. Ich packe die einfach mal kurz alle rüber. Aber soweit ich sehen kann, ist da kein Schwarz dabei. Da war sogar Gelb dabei. Ich setze dich mal aus, weil davon haben wir wirklich inzwischen sehr, sehr viele. Und dann gucken wir mal, ob hier noch was passieren kann. Zwischendurch ein Schlückchen Tee trinken. In meinem Fall zwar ein Eistee, aber das passt sehr, sehr gut. Oh, guck mal, da haben wir einen weiß-rot-gelben. Das ist natürlich interessant. Ich glaube, der hier ist nur... Nee, der ist weiß-orange-gelb. Ich glaube, die brauchen wir gerade auch noch nicht, oder? Nee. Das ist natürlich echt abgefahren, was es hier noch so für unterschiedliche Kombinationen gibt. Ich ziehe die einfach mal hier raus. Du bist weiß. Dann können wir auch, wenn die so klein sind, direkt erkennen, was es ist. Weiß und Gelb haben wir auch genug. Und du kommst da mal rein. Und da haben wir schon die nächste Riege an Tieren. Ah, euch brauchen wir leider nicht. Dich behalten wir mal. Und dich sortieren wir auch aus. Also das scheint hier nicht zu dem gewünschten Ergebnis zu führen. Wir brauchen also auf jeden Fall was Schwarzes mit drin. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal den Schwarz-Orangenen. Dann versuchen wir mit dem Weiß-Orangen und Schwarz-Orangen erstmal den hinzukriegen, um dann danach auf den Gelben zu kommen. So, und dann haben wir hier auch schon wieder neue Tierchen. Ah, du bist nur Weiß-Orange. Davon haben wir relativ viele. Du bist Schwarz-Orange. Davon haben wir auch inzwischen relativ viele. Da auch. Dort auch. Natürlich dürfen wir hier die zwei Kombinationen nicht vergessen. Vielleicht tauschen wir die gleich erstmal aus, aber ich würde sagen, wir probieren hier unser Glück erstmal damit. So, und dann haben wir auch wirklich welche. Ist wieder weiß-gelb. Ist schwarz-gelb, wenn ich das richtig sehe. Ja. Du bist schwarz-orange und du bist weiß-orange.
Ich würde fast sagen, wir probieren gleich mal hier zwei weiß-schwarze Fische reinzutun. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt hier drin lassen können und dann eine Großpaarung quasi stattfindet oder nicht. Ich glaube aber, das funktioniert so nicht. Mal gucken, wie das ist. Es gibt natürlich Guides im Internet, aber ich finde, das ist gar nicht wirklich Sinn der Sache. Weil eigentlich möchte man ja selber irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, ob die passen. Aber ich glaube, die passen nicht. Mal gucken. Hoppla. Nee. Ihr passt leider nicht in unser Konzept rein, das wir brauchen. Deswegen setze ich euch mal aus. So, mal warten. Vielleicht passiert da wieder was. Da haben wir schon wieder Nachwuchs. Und es ist wirklich, wirklich schwer zu beurteilen. Aber der scheint zu passen. Dann würde ich sagen, lassen wir den erstmal draußen. Und ihr zwei kommt hier mit rein. Ach, ich dachte kurz, er wäre uns abhanden gekommen. So, und dann probieren wir es nochmal mit, was war's, schwarz-weißen Fischen, zwei Stück. Haben wir da überhaupt zwei schwarz-weiße? Wir haben gar nicht zwei schwarz-weiße. Dann müssen wir uns den wohl nochmal züchten. Hier ist nochmal ein weißer, den wir nicht brauchen. Ja, dann müssen wir das mal etwas ausprobieren. Du kommst hier mit rein. Und hier vielleicht ein schwarz-weißer rum? Nee, hier schwimmt auch kein schwarz-weißer rum. Wenn ich das richtig sehe. Na, mal gucken, vielleicht wird das noch was. Mal gucken, ob wir die Seite hier noch voll kriegen. Zumindest die zwei sollten wir voll kriegen können. Du bist, glaube ich, nur weiß. Ja, du bist nur weiß. Du bist nur schwarz. Ich glaube, du bist auch nur schwarz. Euch brauchen wir leider nicht. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, das Ganze fängt hier. Da haben wir einen schwarz-weißen. Sehr schön. Dann packen wir euch mal rein. Den schwarz-weißen packe ich hier rein. Du bleibst da drin. Dann werden aussortiert. Ich glaube, das waren alle. Und dann nehmen wir hier nochmal den schwarz-weißen. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist hier relativ entspannt und das fängt auch wirklich simpel an, das habt ihr ja gesehen. Und es wird eigentlich immer komplizierter mit den Farbkombinationen und wie man die erreichen kann. Ich finde, es ist ein wirklich super geiles Spiel, also für einen Abend auf der Couch kann man das auf jeden Fall benutzen. Und ja, ich finde es super klasse. Ihr könnt mir in den Kommentaren erstmal wissen lassen, wie ihr das Spiel findet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, in der nächsten Zeit kommen noch so ein paar kleine, süße Indie-Perlen raus, die ich natürlich auch ganz gerne covern würde. Dann abonniert doch einfach den Kanal und lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye.